Hey ho Freunde und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Bauen Gleis. Natürlich wieder mit dem einzigartigen, super tollen, überragenden Sandwich. Hallo. Hallo. Freunde, heute haben wir etwas ganz Besonderes vor. Und zwar werden wir heute mal in eine Höhle gehen und ein paar Erze farmen, denn das haben wir mittlerweile echt dringend nötig. Wir sind mittlerweile in Folge 4 und haben letzte Folge eine Folge damit verschwendet, unser Haus hinzusetzen. Ja, okay, die Folge war jetzt nicht die produktivste, aber in dieser Folge werden wir auf jeden Fall erstmal ein bisschen Holz farmen, würde ich sagen. Dann werden wir uns ein bisschen Steintools machen und du meintest, du hattest noch ein Eisen, oder? Ja, warte, ich will es kurz. Dann ist es ja gut, wenn du das geben könntest, weil wir könnten uns eine Eisenspitzhacke machen und dann könnten wir eventuell auch schon bessere Erze abbauen, anstatt nur Eisen, Kupfer und Tin oder so, solche Sachen. So, ich machen wir erstmal jetzt eine Steinaxt, damit wir schnell Holz farmen können, weil unten in den Höhlen kriegt man kein Holz und Holz in Höhlen ist wichtig, damit man sich immer neue Tools machen kann. Cool. Oh, hab ich grad cool gesagt, hat irgendwie nicht so viel Sinn gemacht, aber egal. Wir fangen auf. Oh, warte, ich will die Bäume nicht direkt bei uns kaputt machen irgendwie. Das sieht irgendwie so schön aus. Keine Ahnung. Wo bist du gerade? Was machst du? Was ist denn das hier? Was? Hä? Was? Wo bist du? Da. Wir sind so lost, sind so unglaublich. Okay, wir holen jetzt erstmal hier ein bisschen Holz, würde ich mal sagen. Ey, hier ist Stein, den man nicht abbauen kann. Hä, was? Wo? Wo bist du gerade? Warte, ich habe mich kurz runtergegraben, um Stein zu holen. Warte, hier. Wo bist du? Ich sehe dich nicht, Mann. Wo bist du? Unsere Häuser. Was ist? Oh Gott, es leckert so doll. Was ist? Siehst du unsere Häuser? Ja. Echt? Hä, wo bist du? Warte. Ich stehe gerade. Hier, rechts von dir. Rechts da. So, hier runter. Ja, das ist das Geräusch, von dem ich geredet habe. Hier ist ein Secret Room. Das ist so einer von dem, wo eine Kiste drin ist. Was müssen wir jetzt machen, um da reinzukommen? Wir brauchen eine Bombe. Okay. Das klingt jetzt relativ unmöglich, aber Bomben sind, glaube ich, relativ häufig. Aber wie groß ist dieser Raum denn? Okay, hier ist einmal das andere Ende. Interessant. Also hier ist auf jeden Fall, Leute, das ist auf jeden Fall so ein Secret Room, wo man nur mit einer Bombe reinkommt, weil man sich da halt reinspringen muss. Okay. Der geht auf jeden Fall noch weiter nach oben, glaube ich, ne? Ja. Ich weiß nicht, wie wir so schnell an eine Bombe... Warte, kann man sich irgendwie eine Bombe craften? Ich guck mal ganz kurz nach. Bombe, 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 Bombe. Nee, man kann sie leider nur finden. Schade. Aber die sollte es bei den... bei Dungeons sollte die es auf jeden Fall geben. Das heißt, wenn wir mal einen Dungeon erkunden sollten, dann können wir auf jeden Fall auch anschließend dann in diesen Secret Room reingehen. Das ist eigentlich ganz nice. Warte, ich lese mir hier nochmal... Lol, die heißen sogar diese Saplings. Orange Autumn Sapling. Okay, cool. Also, Holz haben wir auf jeden Fall gerade eben gefarmt. Das sollte auf jeden Fall, ja, das sollte auf jeden Fall reichen. Okay, ich mache mir mal hier noch mehr Sticks. Ich muss mehr Fackeln machen, weil ich muss ja für euch noch irgendwie ausleuchten. So, 56 Fackeln habe ich jetzt. Das war ein bisschen übertrieben, aber egal. Ich würde sagen, wir machen uns einfach mal hier ein paar Pickaxes und fangen dann einfach mal an, in die Höhle zu gehen. Denn Freunde, ich habe vor der Aufnahme ein bisschen geguckt, was man so machen kann. Und dann sind Elias und ich auf jeden Fall schnell zu dem Entschluss gekommen, dass wir in der Höhle gehen müssen. Und dann habe ich mich mal auf eine Suche nach einer Höhle gemacht, habe auch eine gefunden. Und dort werden wir jetzt einfach mal hingehen. Bist du bereit, Elias? Ja, das bin ich. Das ist wunderbar, dann können wir jetzt losgehen, ne? Wunderbar. Yeah. Das ist umwerfend. Also ich finde das wirklich... Okay, reicht. Okay. Komm einfach mit. Ich weiß nicht, was machst du gerade noch so? Ich nehme mir mein Schwert und das war's. Okay, sehr nice, okay. Ich habe auch mein Schwert, ich habe sogar noch das andere Kokiri-Schwert, was wir jetzt in dieser Kiste da aus dem Haus da gefunden haben. Aber okay, ich würde sagen, wir gehen einfach mal los. Wir müssen auf jeden Fall zu... Gehört? Was ist? Hast du das gerade gehört? Was habe ich gehört? Da war so ein, als ob das so ein lautes Schreien wäre im Hintergrund. Was? Ja, als ob das nicht gehört hast. Hä? Das war so. Das wird so von. Ich hell schon, warte, ich habe voll viele Spinnen. Ja, ich auch, aber. Wo sind die? Ey, gibt's unsichtbare Spinnen? Nein. Okay, gut. Hier ist ein Spawner! Was? Wie random?
Oha! Nein! Rein da! LOL! Ey, siehst du das? Das ist hier mit einem, oh mein Gott! Eine Web-Spider! Hier ist eine... Das ist so eine Kiste, von der ich geredet habe. Das war nämlich ein Secret Room. Aber der, schau mal, aber Small Key, okay. Schau mal, Elias. Das hier war ein Secret Room, aber weil der Spawner hier direkt war, war der hier schon offen. Aber normalerweise kommt man hier nicht rein. Das ist halt so einer von denen. Ey, ey. Warte, ich baue kurz den Spawner ab, Digga, der nervt's richtig. So, okay. Weizen, ja. Oh mein Gott. Infinity Orb? Was? Digga, was ist das? Warte, guck mal, was, wie sieht das aus? Roboter Elias 3.0. Aus der Hand. Was ist? Gib mir den mal. Gib mir den mal. Was? Was ist das? Ey, Mann. Stark. Was genau ist das? Infinity Orb. Kann man daraus irgendwas machen? Was? Did everything just taste purple for a second? And then I decided I was a lemon for a couple of weeks. Was? Benutzt das erstmal nicht. Ich glaube, das ist irgendwas von Ars Magica. Also es wird auf jeden Fall Sinn machen, weil das so funkelt, wie als ob das irgendwie so ein Magie-Ding wäre. Oh mein Gott, Elias! Ja. Elias! Was ist? Deikonus! Oh, nee, ne? Okay, lass wieder raus hier. Okay. Ey, was ist? Ah, du hast auch eine, was? Als ob? Okay, lass mal hier so einen kleinen Aufweg bauen. Weil sonst kommst du nicht hoch und deswegen... Ey, ich nehme jetzt erstmal alles mit. Ja, okay. Warte mal, war da nicht mehr so ein Name-Tag oder so? Der ist eigentlich ganz cool. Hab ich. Okay, gut. Hast du alles mitgenommen hier? Was haben wir hier? Alles. Okay, gut. Alles klar. War ja auch eine Art Fächer. Nee, nicht Fächer. Wie heißt das? Köcher oder wie sagt... Köcher. Nee, warte. Ja. Ist das ein Köcher? Ich glaube schon, das müsste sein. So ein Teil, das sieht aus, dass man Schmetterlinge damit fangen kann oder so. Was? Dieses hier. LOL, was ist das denn? Hey, hast du es nicht gesehen? Nein, wie heißt das? Small Bug Net. Small... Pff, okay. Ganz ehrlich, was? Ich lage erstmal meinen Infinity Orb hier ein, weil ich habe keine Lust, ihn zu verlieren, wenn ich sterbe oder so. Weil nachher ist das so das wichtigste Item vom ganzen Magie-Mod oder so und deswegen... Das wäre jetzt suboptimal. Suboptimal. Wir haben aber noch einen Key bekommen, das heißt, wir können theoretisch... Weil es gibt in so Secret Rooms so verschlossene Kisten manchmal. Und die kann man halt nur mit so Schlüsseln öffnen. Und das ist halt eigentlich voll gut, dass wir gerade einen gefunden haben. Ich nehme den mal sogar mit. Vielleicht finden wir ja irgendwie noch ein Secret Room unterwegs oder so. Und dann wäre das relativ hilfreich, wenn wir so ein Ding dabei haben. Es wird wieder Nacht. Lass doch einmal schlafen und dann gehen wir wirklich los in die Höhle. Oh Mann, es ist noch nicht komplett Nacht, dass man schlafen kann. Das nervt gerade ein bisschen. Jetzt. Ja? Ah, perfekt. Ja. Okay, nice. Nice, okay. Dann können wir uns gleich auf jeden Fall auf den Weg machen, hier zur Höhle zu gehen. Genau, genau. Du hast mir die Worte gerade hier aus dem Mund geklaut. Sehr stark. Ja, das war geplant, ne? Das war natürlich geplant. Und ja, ich freue mich ja, wenn du ein bisschen mehr redest. Du bist ja eigentlich so ein stiller Vogel irgendwie, ne? Deswegen, oder ein stilles Sandwich. Nicht so? Nee? Nee, muss nicht. Okay, wir gehen weiter. Also, wir müssen auf jeden Fall zur X-Koordinate 1362. Das heißt, wir müssen einfach geradeaus jetzt erstmal für eine lange Zeit. Ich habe mir die Koordinaten von so einer... Das war so eine richtige Höhle, also wirklich. Ich habe sie nicht komplett erkundet, aber was man da auf jeden Fall schon gesehen hat, das hat auf jeden Fall schon genügt, um mich zu überzeugen. Das war schön ausgedrückt, oder? Das war super schön. Einfach gesagt, es hat gereicht, aber man kann es auch anders formulieren. Nee, ja, schau mal, ich muss es ja... Ah, Droyad, ja, unsere Challenge steht nur... Ah, mein Gott, was habe ich gedrückt? Bist du tot? Okay. Mein Spiel ist abgestürzt! Was? Was ist gerade passiert? Bist du einfach rausgeflogen? Ich hab... Also, ich sag jetzt nicht, weil ich gedrückt habe. Nachher drückst du das auch und fliegst auch raus, aber... Ich hab eine Taste gedrückt. Dann war da so ein komisches Menü. Und dann war's das mit mir. Freunde, ich starte kurz mein Spiel neu und dann sehen wir uns gleich wieder. Also bis gleich. Okay, Freunde, ich hab's wieder auf den Server geschafft, nachdem ich irgendwie mysteriöserweise einfach rausgeflogen bin. Aber egal. So. Hier unten geht's sehr steil runter. Deswegen...
Boah, glaubst du, man überlebt das? Was überlebt man? Wenn man jetzt von hier auf diesen gelben Baum springt. Okay, man verliert nur Hälfte Leben. Okay, das überlebt man safe. Springe ich einfach auf den gelben Baum hier. Ey, du bist verarschend. Was? Hä? Was? Was? Hä? Ich habe Hälfte Leben verloren. Ja, ich nicht. Ich merk's. Wenn du mich teleportierst oder so. Was? Wie ist das passiert? Ich hab keine Ahnung. Hä? Du springst also komplett motiviert runter, auf einmal fällst du einfach um und stirbst. Also. Ey, dieses Projekt, ne, das hasst mich irgendwie auch. Aber ich liebe es. Hey, okay. Meine Brustplatte ist weg. Oder die, ist noch hoch? Die liegt hier safe irgendwo. Oder? Die muss hier irgendwo liegen. Oh na, Spaß. Nein, in die Lava ist die Safe nicht gefallen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das wäre zu weit. So, warte mal. Was haben wir hier so? Hier auf dem Baum nichts. Vielleicht ist es auf dem Baum oder so. Ich glaube, deine Brustplatte ist weg. Ich glaube, das ist so. Oh ja, danke für die Information. Kein Ding, Mann. Immer wieder gerne. Ja. Es. Oh Gott, warum habe ich Damage bekommen? Hier liegt sie. Ich habe sie gefunden. Hallo? Oh, hier bei mir, ich bin hier. Bei dir. Ich geh runter. Und hier dann in der Ecke, da. Da. Meine Schuhe. Deine Schuhe. Ja, da kann ich jetzt. Ah, die hab ich sogar. Ups. Ah, okay, korrekt. Ja, das war nicht beabsichtigt, ja? Okay. Wir gehen einfach mal weiter. Wir wollten doch in die Höhle gehen, Digga. Wir sind jetzt schon bei 15 Minuten oder so. Ach du Kacke. Egal. Wir gehen einfach mal weiter. Und sollten eigentlich gleich. Okay, noch 200 Blöcke müssen wir gehen. Das ist absolut nicht gleich, aber egal. Wir sollten auf jeden Fall noch in dieser Folge an. Wo bist du jetzt? Ah, da vorne. Okay, kommst du mir nach? Okay. Ist auch okay. Spaß, okay, na dann ist doch alles wunderbar. So, wir müssen einfach mal immer weiter geradeaus. Du gehst jetzt an der Vase, die da links steht, einfach vorbei, ja? Willst du jetzt nicht sagen, du hast es wieder nicht gehört? Was soll ich gehört haben? Diese Hintergrundgeräusche die ganze Zeit. Was für Hintergrundgeräusche? Was meinst du? Krank. Das sind voll die kranken Geräusche. Hä, wieso hörst du das nicht? Ich weiß es nicht. LOL! Da vorne ist ein Dungeon, guck mal. Ich weiß, hab ich gesehen. Roter Creeper, okay. Was? Was ist das? Das ist ein Feuer-Creeper. Elias, lass deine Schelle, hab ich gesagt! Warte. Auf Distanz halten, mit dem Bogen. Auf Distanz halten. Oh, ich mach 8 Schaden. Auf Distanz halten. Okay. Hat er was gedrückt? Okay, man kann die einzelnen Teile wegschieben, aber das ist egal. Digga, eine Gunpowder war das. Ich dachte, er hat vielleicht sogar eine Bombe gedroppt. Sollen wir rein in den Dungeon? Ich glaube, das lohnt sich noch nicht, weil wir noch ziemlich schlecht equipped sind. Ich würde sagen, wir müssen gleich bei der Höhle sein. Wir müssen einfach noch ein bisschen weiter in die Richtung. Oh Gott. Ich wäre fast runtergefallen. Aber ich nehme mal kurz nochmal das ganze Fleisch mit, was ich hier finden kann, damit wir in der Höhle gleich noch was schmelzen können oder so. Damit wir keine Essensprobleme haben. Habe ich jetzt schon. Das ist suboptimal. Das ist wirklich nicht gut. Aber was hängt hier eigentlich? Was ist das? Einkauen. Tannenzapfen, okay, cool. Weiß nicht, wofür die brauchen sollten, aber egal. So, wir müssen noch weiter in diese Richtung hier auf jeden Fall. Und dann sollten wir auch gleich da sein. Aber jetzt müsste. Steinfest. Ja, okay, wir sind da. Wo bist du? Da hinten, okay. Siehst du mich? Hier hinten? Ja, ich sehe dich. Okay, gut. Dann komm mal zu mir. Dann, ich habe die Höhle gerade gefunden. Oh, lass die Vasen in Ruhe. Lass die Vasen. Elias, du machst mich fertig, weißt du das? Ja, weniger. Okay, komm. Also, ich bin eben einmal kurz hier rein in dieses Loch. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal hier weiter rein. Weil irgendwie, warte, hier haben wir direkt eine neue Erze. Hier haben wir so ein blaues Erz. Warte mal, ich versuche da mal hinzukommen. So. So, ich gucke mal dieses blaue Erz hier. Was ist das? Kann ich jetzt abbauen? Das kann ich ja nicht abbauen. Mist. Wir brauchen wirklich jetzt mal Eisen. Weil übrigens. Hier ist Eisen. Okay, perfekt. Okay. Hast du. Warte, hast du Cobblestone oder so? Nee, ich habe nur. LOL. Holz.
Ich habe hier noch einen Weg nach unten freigebaut. Okay. Perfekt. Ich hole mir einfach noch ein bisschen Stein hier für den Ofen, dann können wir das Eisen schmelzen, dann haben wir eine Eisenspitzhacke und können uns dieses eine Erz dann mitnehmen. So. Ja. Boah, jetzt habe ich den Ofen nach oben platziert, wie dumm. Okay. Place mal das Eisen da rein einfach. Und dann... Was ist? Nix, ich hatte es erledigt. Alles klar, okay. Okay, dann haben wir auch direkt mal hier neue Erz. Ich glaube, dieses blaue und dieses komisch funkelnde da. Oh, das verändert wirklich die Farbe. Sieht ja richtig cool aus. Auf jeden Fall. Oh, dieser Voice Crack, bitte. Nee, oh, vergesst es einfach. Okay, hier haben wir auf jeden Fall noch ein cooles buntes Erz, was wir auf jeden Fall auch noch erkunden werden. So. Als erstes mache ich mir jetzt mal hier diese Eisenspitzhacke, damit wir schon mal die neuen Erze alle mitnehmen können. Weil ich glaube, die könnten auf jeden Fall sehr nützlich sein mit der Zeit. Schaffe ich den Sprung? Ja, tatsächlich. Wunderbar. So, was haben wir hier? Ein blaues Erz. Blutopaz heißt das. Okay. Vielleicht habt ihr eine Höhle freigebuddelt. Krass. Okay. Wo bist du? Ich bin gerade hier oben und baue dieses Blutopaz ab. Da kriegt man sogar richtig viel. Schon mal da unten ist was hingefallen. Das kannst du mal aufheben und dann kannst du mal gucken, was man daraus machen kann mit U. Vielleicht kann man das ja coole Sachen mitmachen. Okay, hier, das ist Chimerite. Okay, auch interessant. Flicker-Fokus. Was für ein Ding? Flicker-Fokus. Item-Transport. Was ist das? Oh mein... Oh, warte mal. Wenn du auf die zweite Seite gehst, ne? Ja. Da siehst du diesen Oculus. Oha. Und den brauchen wir, glaube ich, um mit dem Magiemod anzufangen. Das weiß ich. Den braucht man. Es ist ziemlich einfach zu machen, ne? Ja. Und schau mal, wenn du nochmal weitergehst, was sind das für Kristalle? Was bringen die? Ja, auf der letzten Seite. Magitech Staff, Magitech Goggles. Oh. Schau mal, dieser Stab ist voll einfach zu machen. Was? Warte mal. Boah, einfach nur Goldnuggets. Krass. Den können wir jetzt auf jeden Fall mal machen, wenn wir mit Magie anfangen. Weil der scheint ja echt... Der scheint cool zu sein und halt ressourcensparend. Was haben wir hier so? Keine Ahnung. Wir gehen einfach mal den Weg weiter hier. Okay. Elias, komm mal kurz hierher. Ich muss hier erstmal die Folge beenden. Wir sind schon locker bei 20 Minuten oder so und waren nicht mal wirklich in der Höhle drin. Aber dafür in der nächsten Folge. Da werden wir ganze Zeit in der Höhle sein, werden neue Erze farmen. Vielleicht wird es sogar auch eine XXL-Folge. Vielleicht so an die 25 Minuten. Ich weiß es nicht, wie lange wir in der Höhle sein werden. Aber dennoch hoffe ich, dass euch diese Folge gefallen hat. Ich hoffe, du hoffst das auch, Elias. Natürlich, die Folge war super. Die war wirklich super, vor allem. Ich fand das richtig cool, wo du da auf den Baum gesprungen bist und einfach nur, okay, cool. Okay, vergessen wir das. Das war's mit der Folge. Elias Instagram ist in der Beschreibung verlinkt. Checkt's gerne aus. Meint natürlich auch, also bitte, ja, also Gleichberechtigung hier. Okay, das war's mit der Folge. Haut rein, Leute, und ciao. Ich warte drauf, bis du Tschüss sagst. Ja, gleichzeitig Tschüss gesagt. Ach so, ich hab's nicht mitbekommen. Okay, ciao, Leute. Ciao. If you want one, now you coming with a paper. I ain't testing shawty back, see you later.